Hi, mein Name ist Tim Rickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße dich herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtausch, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Los geht's! Im Gearcheck der 28. Ausgabe des Schlagabtausch mit Dirk Brandt und meiner Wenigkeit geht es um das Rocket 2 Mikrofon von SIP Systems, ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik, laut Hersteller ideal für die Abnahme von Drums, Percussion, Gitarrenverstärkern und Blasinstrumenten. Das Rocket 2 sieht so aus. Wie ihr euch denken könnt, werden wir uns in diesem Video ausschließlich um die Abnahme am Schlagzeug kümmern. Das Mikro wurde uns übrigens netterweise von Sky Music Distribution aus Leverkusen zur Verfügung gestellt. Das Rocket 2 Gehäuse ist ca. 11 cm lang und kann so ganz easy auch an größeren, umfangreichen Schlagzeugen positioniert und angebracht werden. In meinem Fall seht ihr das Rocket 2 an der Snare Drum montiert. Ein paar Specs zu der Snare Drum, weil das ja in diesem Tester nicht unerheblich ist. Bei dieser Snare Drum handelt es sich um eine 14x5,5 Zoll Pearl Masters Reserve mit einem Evans UV-1 Fell. Das Rocket 2 soll einen druckvollen, klaren Sound liefern und im alltäglichen Gebrauch auf der Bühne oder im Proberaum hoch belastbar sein. Letzteres werden wir in diesem Gearcheck nicht unbedingt herausfinden können, aber die klanglichen Eigenschaften werden wir unter die Lupe nehmen. Bevor es in den Test geht, hier noch ein paar Specs zum Rocket 2 Mikro. Wie gesagt, wir haben es bei dem Rocket 2 mit einer Nierencharakteristik zu tun. Nierencharakteristik ist am empfindlichsten für frontal eintreffenden Schall, während der seitlich eintreffende Schall leise erfasst wird. Der rückwärtige Schall wird dabei unterdrückt. Der größte Teil der Bühnen- und Studiomikrofone arbeitet deshalb mit Nierencharakteristik und wird vor allem dort eingesetzt, wo die Instrumente trocken, nah und direkt rüberkommen sollen. Der Frequenzbereich des Rocket 2 liegt zwischen 50 bis 16.500 Hertz. Die Impedanz ist bei 600 Ohm. Der maximale Schalldruck beträgt 150 Dezibel. Das Gehäuse des Rocket 2 ist aus pulverbeschichtetem Stahl. Es hat eine integrierte Standardmikrofonklemme inklusive einem Reduziergewinde und es verfügt über einen Anschluss für ein XLR-Kabel. Das Gewicht des Mikros beträgt 320 Gramm. Netterweise wird das Mikro zum Schutz mit einem kleinen Säckchen ausgeliefert. Preislich liegt das Rocket 2 von SIP Systems bei ca. 115 Euro. Jetzt wollen wir aber mal ans Praktische gehen und uns mal anhören, wie das Rocket 2 Mikrofon klingt. Die folgende Aufnahme ist komplett unbehandelt, das bedeutet, ich habe nichts editiert, keinen Equalizer oder Kompressor benutzt. Wir hören das reine Signal des Rocket 2. Aufgenommen habe ich hier alles mit Ableton Live via einem Arturia 8 Pre Audio Interface. Um nun mal einen Vergleich zu bekommen, hören wir zunächst die Snare Drum nur über ein Overhead-Mikrofon. Das Overhead-Mikrofon, seht ihr, ist ungefähr 2 Stocklängen entfernt, genau mittig über der Snare Drum platziert. Es ist wieder nichts nachbearbeitet im Nachgang. Im Video könnt ihr schön sehen, wie sich der Frequenzgang des Rocket 2 verhält.
fahren wir das Overhead-Mic im direkten Wechsel mit dem Rocket 2. Beides ohne jegliches Editing. Im nächsten Beispiel habe ich das Overhead-Mikro und das Rocket 2-Mikro zusammengemischt. Nach wie vor ist nichts nachbearbeitet. Zu guter Letzt nun einmal das komplette Kit, nur aufgenommen mit dem Overhead-Mic und dem Rocket 2, mit nur etwas EQ-Anpassung jetzt. Das war der Gearcheck des Rocket 2 Mics von Zip Systems. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like dazulassen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schau auch unbedingt auf der Seite der Drums und Percussion vorbei. Dort kannst du den Podcast Schlagabtausch direkt hören und auch die vorhergehenden Episoden alle finden. Bleib gesund und munter. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Dein Timo. Ciao.